Hi zusammen und willkommen zurück. Heute geht's ein bisschen aufgeräumt weiter, und zwar habe ich einfach mal alles rausgelöscht und die Seite.html hat sich eigentlich nicht geändert. Allerdings benutze ich jetzt quasi wieder ein leeres Stylesheet, damit wir wieder ein bisschen aufgeräumt arbeiten können. So, was wir heute machen wollen, ist ganz einfach eigentlich. Wir wollen ifs benutzen. If ist ein Statement, das man in vielen Programmiersprachen eigentlich hat. Sowas wie JavaScript oder sowas hat ja ifs. Bin ich mir aber nicht sicher, wie viele von euch das jetzt kennen oder können, ist aber auch nicht wichtig, weil ifs in SCSS völlig anders funktionieren. Es gibt auch zwei Arten von ifs, und also sie funktionieren nicht völlig anders, aber schon ein Stück weit anders, und deswegen möchte ich euch die einfach ganz kurz zeigen, wie die funktionieren. Deswegen, ja, ganz kurz hier, wie es aussieht. Sorry, nein, das meinte ich nicht. Das hier meinte ich. So sieht die Datei eigentlich aus, also relativ simpel. Und ja, jetzt ganz kurz, wir wollen durch dieses if Werte verändern. Und dazu brauchen wir natürlich erstmal Werte. Deswegen sagen wir hier, wir machen einfach wieder mal ein Body, und dieses Body bekommt eine Border. Damit kann man das wunderschön zeigen. Keine Ahnung, Dollar Width, Solid, Quatsch, ohne Komma, Solid und Black. So. Und Dollar Width existiert jetzt natürlich nicht. Deswegen müssen wir das hier irgendwie definieren. Dollar Width, Doppelpunkt. So, und dafür benutzen wir jetzt ein if. Ifs sind vor allem natürlich dann nützlich, wenn man auf eine Library zugreift, beziehungsweise eine Library selber schreibt. Das ist also quasi, wenn ihr jetzt sowas machen würdet wie WordPress, wo man sich eigene Themes definieren kann, also eigene Styles definieren kann, dann macht es natürlich irgendwie Sinn, hier Variablen zu verwenden und dann mittels if abzufragen, wenn das so ist, dann macht das und das. Also wenn Border gewünscht ist, dann macht das und das, und dann eben Border gewünscht. Das kann ich euch eigentlich gerade mal ganz kurz zeigen. Dollar Border gewünscht ist einfach mal true. Und das ist dann das ist in einer anderen Datei, die über Import eingebunden wird, und die wiederum kann, also die Variablen können natürlich alle verwendet werden hier im Code, aber wenn jemand anders eure Library benutzt, dann muss der einfach nur hier ein paar Werte einfügen, und schon ist alles automatisch geregelt. So, ihr müsst jetzt aber irgendwie dafür sorgen, diese Border entweder reinzumachen oder nicht reinzumachen, je nachdem, ob sie gewünscht ist oder nicht. Und das ist auf zwei Arten möglich, nämlich einmal mit if Klammer Klammer und einmal mit der Direktive add if. Die werden wir uns aber gleich noch angucken. Wir fangen jetzt mit if Klammer Klammer an. Okay, also if Dollar Border gewünscht. Wenn das der Fall ist, dann setzen wir die Breite unserer Border auf 10 Pixel. Keine Ahnung, irgendein Wert halt. Und falls sie nicht gewünscht ist, setzen wir natürlich die Breite auf 0 Pixel. So, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Wir haben also eine Border gewünscht, also kriegen wir eine, ganz easy. Wenn wir aber hier einfach auf False gehen, also das war jetzt gerade True, das heißt, hier stand im Endeffekt True drin, also quasi so. Deswegen wurde hier dieser erste Wert gewählt, also Width war 10 Pixel, weil hier eben True drin stand. Wenn jetzt hier aber False drin steht, dann wird einfach, sehr, sehr simpel auch wieder, hier die Border auf 0 Pixel gesetzt, weil dann wird einfach der hintere Wert genommen. Und schon hat man hier eine Border, eben nur, wenn hier der Wert auf True ist. Wie gesagt, sehr sinnvoll, wenn man irgendwie eine Library macht oder sowas. Ansonsten eher weniger. Vielleicht ansonsten, um Fehler zu vermeiden. In Mixins kann man es ganz oft sehen auch. Aber sonst eher weniger. So, jetzt gibt es aber noch, wie ich gesagt habe, das zweite If. Und das zweite If möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das wird dann allerdings nicht hier bei der Variablendefinition gemacht, sondern das setzen wir dann da unten rein. Und hier sagen wir add if. Und dieses if muss jetzt irgendwie auch wieder einen Wahrheitswert bekommen, aber ohne Klammern dieses Mal. Dollar Border gewünscht. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir, okay, dann ist die Border eben 10 Pixel und solid black. Und jetzt sollte ich natürlich hier noch schön Code-Konventionen folgen. Deswegen machen wir das so. Okay, das heißt, nur wenn die Border gewünscht ist, wird sie 10 Pixel Solid Black, ansonsten eben nicht. Und das kompiliert jetzt natürlich auch ganz anders, weil hier sehen wir dann über, sorry, das war das falsche Style,
Das hier meine ich natürlich. Hier sehen wir, dass einfach gar nichts drin ist, weil das ist natürlich jetzt false. Wenn ich das hier jetzt auf true setze und das wird neu kompiliert, dann steht hier plötzlich eine Border 10 Pixel Solid Black drin. Und ja, wie gesagt, dann kann man hier oben einfach die Variable setzen, so wie man das gerne möchte, und man bekommt eine Border oder eben auch nicht. So, jetzt möchte ich ganz kurz auf diese Wahrheitswerte eingehen. Diese Wahrheitswerte können natürlich auch aus Berechnungen kommen. Das heißt, wenn zum Beispiel Platz ist so und so oder wenn irgendwas anderes ist, da braucht man Vergleiche dazu. Das heißt, man braucht sowas wie, ist 1 kleiner als 2? Naja, ihr könnt es euch mal überlegen, ist 1, also hier kann natürlich auch ein Variablenwert stehen, das ist, dürfte klar sein. Also hier kann auch $width oder sowas stehen, wenn ich es vorher definiert habe, ganz klar. Und dann könnt ihr euch mal überlegen, ist denn 1 kleiner als 2? Ist es? Naja, schaut einfach nach. Und offensichtlich ist es das, aber wenn wir das Zeichen umdrehen, ist denn 1 größer als 2? Dann ist natürlich das Ganze wieder verschwunden, sprich hier stand ein false. Also das hier wird false, das hier wird true, das hier wird true. Das hier wird false, das hier wird true. Ja, eigentlich ziemlich simpel. Wir sehen es immer wieder im Ergebnis. Wir können aber auch Vergleiche machen. Also 2, wenn 1 plus 1 gleich 2 ist, das ist dann erstmal eine Rechenoperation. Das heißt, hier wird ausgerechnet 1 plus 1 ist 2, wer hätte es gedacht. Ob das gleich ist wie 2, und das ist es offensichtlich, oder ob es größer ist wie 2 oder sowas. Achtung, das ist nicht wahr, das wird so nicht funktionieren, denn das ist einfach gleich groß, aber nicht echt größer. Es gibt einen Unterschied zwischen echt größer und größer gleich. Also das ist größer gleich, das ist wahr. Das ist echt größer, das ist unwahr, also false. Ja, simpel eigentlich, total simpel sogar. Es gibt allerdings jetzt noch einen Spezialtyp, den ich auch noch kurz einführen möchte. Und zwar den Typ Null. Null bedeutet so viel wie nicht existent. Das ist quasi, wenn etwas null ist, dann wird das hier auch einfach, also wenn, normalerweise erwarten wir hier ein false. Wenn aber null bei rauskommt, dann wird das Ganze auch einfach auf false gesetzt. Also null hat im Bereich if dieselbe Bedeutung wie false. Nur bei CSS, also, oder bei SCSS. Sonst nirgends. Achtet da bitte drauf. Was das natürlich bringt, ist folgendes. Wenn ich jetzt hier 5 Pixel durch 0 dividiere, dann bekomme ich hier, oh doch, ich bekomme eine Border, okay. Okay, also das hat zu keinem Fehler geführt, die Matrix ist nicht explodiert oder sonst irgendwas. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Fehler bekomme oder sowas, irgendwas funktioniert halt nicht, dann bekomme ich normalerweise null in meinem Code raus, also bei irgendeiner Berechnung oder sowas. Und wenn das der Fall ist, dass hier null steht, dann kann ich hier erwarten, dass das hier einfach nicht ausgeführt wird. Das ist ganz gut zum Fehlerfangen oder sowas. Aber wie gesagt, normalerweise braucht man hier true oder false, und benutzt bitte kein null, wenn ihr false benutzen könnt. Benutzt immer false, das ist viel, viel wichtiger, dass ihr hier wisst, was die Werte tun. Also es gibt ja und es gibt nein, das ist true und das ist false, und null ist für Fehler da, sonst gar nicht. Ich wollte nur kurz den Typ einführen. Okay, ja, so viel zu den ifs in SCSS, und damit so viel von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.